Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Am. Ja, das letzte Mal ist ein bisschen her, da ich einmal nicht aufnehmen konnte. Also verzeiht mir, wenn es ein paar Folgenausfälle gegeben hat. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ja. Damit, dass wir hier noch den Rest erforschen müssen von dieser Ebene des Dungeons. Und dass da oben ein Adamantit-Golem ist, der uns böse auf die Nase geben will. Deswegen rasten wir jetzt erstmal. So. Wir machen gleich mal einen Quicksave, dass wir nicht nochmal rasten müssen. Und wir stellen die KI aus. So. Fragt nur. Schwerter statt Wörter. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Ich helfe, wo immer. Da das nur Minsk und Talisa können. Obwohl, kann Yahira auch? Müssen wir gerade mal gucken. Ne, ETW minus 2 nur, okay. Was kann ich tun? So, ein Gebet. Ja. Eine Verteidigungskontrolle wäre noch nicht schlecht. Minsk und stürzt dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. So. Adamantit-Golem. Ich stimme dem Befehl ein, von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Gut, das klappt schon mal. Talisa hat zwar schon was wegstecken müssen, aber... So, heilen wir sie mal kurz. Was für ein Springbrunnen! Das sollte nicht sein. Ja, eigentlich sollten wir Minsk einfach da stehen lassen, weil der Golem kann ihn nicht angreifen. Und sollten unsere Heiler Talisa heilen lassen. Und nochmal eine Runde heilen. Braucht ihr etwas? Ja. Einmal 25.000 Erfahrungspunkte für den Golem. Gut, das heißt, wir können Quicksave machen. Fragt nur, natürlich. Und so unsere Gruppe schnappen und mal nach den anderen Golems hier drin gucken. Die sind nämlich jetzt nicht mehr so stark. Ich habe getroffen. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Ich habe getroffen. Was ist passiert? Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Ich habe getroffen. Nichts ist passiert. So, das waren ein paar Steingolems. Auch auf einer Nadelspitze tanzen. Mal sehen, ob das Ding eine Falle hat. Ich glaube zwar nicht bei den ganzen Wächter-Golems hier, aber sicher ist... Oh. Okay. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Schmetterhorn. Das Gute wurde aufrechterhalten. Besondere Fähigkeit. Einmal täglich eine Schockwelle ausstrahlen. Jedes Wesen im Wirkungsbereich hat 2 bis 20 Schadenspunkte und ist für 2 Runden gelähmt. Ja, erfolgreiche Rettungswurf wird man nicht gelähmt. Drachenhelm. Feuerkette und Elektrizitätsresistenz des Trägers. Aber kein Bonus auf Schutz vor kritischen Treffern. Mhm.
Ich hätte schneller als Chick-Ticker Schnellpratze. Den Bogen finde ich jetzt gerade interessanter. Herzsucher plus 3. Besondere Fähigkeit. Der Träger erhält für 9 Sekunden einmal täglich zusätzlich minus 7 auf den ETW 0. Minus 4 auf den ETW 0. Fernkampfwaffe. Okay. Das ist ein sehr schicker Bogen. Ja. Das da mal da rein. Was kann man? Ich werde es tun. Wenn es das ist, was ihr wollt. Eigentlich müsste ich mich mal zurückziehen und mein Inventar leeren in der nächsten Stadt. Wir sind doch recht vollgepackt. Aber ich kann ja wie immer ein bisschen Platz schaffen. Indem ich Leuten Ringe anlege. Da ist ein Ring schon drin. So, wer hat noch einen Ringslot frei gerade? Wenn ich richtig sehe, niemand mehr. Okay. Ah, Halskette aber. Schleppt doch jemand eine Halskette mit sich rum, die irgendwo hingehängt werden kann um irgendeinen Hals? Nö. Gut. Das heißt, das haben wir auch. Ihr braucht meinen Rat nicht. Wir können also Yoshimo vorsichtig in den Orok-Angriff führen. Von Dattelpalmen am Morgen. Ich warte. Das gefällt mir gar nicht. Okay, ein paar Oroks. Yoshimo ist bereit. Mit ein bisschen Geld und Trank der Einsicht. Einsichttrank haben wir bereits irgendwo. Sind die das? Trank der Lebenskraft? Das müsste Trank der Einsicht sein, ja. Stimmt, den trägt sie mit sich rum. Gut. So, ein paar Münzen. Okay, hier oben geht's nicht lang. Keine große Herausforderung. Ich entsinne mich. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Fragt nun gut. Ja, wir sind direkt hinter dem Yoshimo. Bitte, bitte. So, das ist sehr gut. Ja! Oh, Todeswolke. Bevor wir da warten. Ihr könntet mich mal putzen. Ich mag's gerne ich kann etwas auf einer Nadelspitze tanzen. So, das heißt, hier gehen wir vorsichtig vorwärts, nicht, dass wir noch eine Todeswolke auslösen. Keine große Ich denke leichtfüßig und so. Ich warte. Nun gut. Ich finde solche Gänge immer lustig, wo es aussieht, als ob die Treppe in der Luft liegt, aber man einfach der Übersichtshalber die Wände weggelassen hat. Was braucht? Yoshimo ist bereit. Ja, was immer ihr wünscht. Ork. Häuptling Grabkrupp. Jetzt wird durchhalten, jetzt Vierkack stolz sein können auf seine Sippe. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr?
Die Dienerin der Natur ist bereit. Aufschlagen. Jetzt euch zu sich. So. Häuptling Grabgrupp ist im Eimer. Häuptling Grabgrupp hat auf jeden Fall einen Plattenpanzer, einen magischen dabei. Oh, Tatzok! Ah, ihr seid tatsächlich gekommen. Er hat das gesagt, aber ich hatte euch für einen großen Feigling gehalten. Mein windelnliegender Verwandter wird also tatsächlich euer Fleisch bekommen. Ihr windelnliegender Verwandter? Tatzok, wart ihr nicht bei meiner Schlacht mit Sarivok oder bei das Tor dabei? Ihr seid gar nicht tot. Wer seid ihr? Mehr Kanonenfutter, das es hinwegzufegen gilt wahrscheinlich? Nur eine weitere namenlose Kreatur. Ich bedauere euch wegen eures kurzen Lebens und eurer bedeutungslosen Ziele. Können wir nicht darüber sprechen? Ihr seid offensichtlich eine intelligente Kreatur. Tatzok, ihr seid nicht tot. Sarivok hat sich viel auf seinem Teller gehäuft und uns in einer schlimmen Lage zurückgelassen. Ihr werdet feststellen, dass mein neuer Meister sehr viel klüger ist und ich sehr viel schwerer umzubringen bin. Es scheint, als hielte Firkak eine besondere Belohnung bereit. Hat mich nur euretwegen hierher gebracht. Irgendwas hat er damit, euch kämpfen zu sehen. Und warum sollte ich derjenige sein, der sich beschwert, wenn das bedeutet, dass ich mich euch noch mal beweisen kann? Kämpft. Und denkt daran, hinter Tatzok steht eine Macht größer, als ihr sie je gesehen habt. Ja. Natürlich. Okay. Keine zweite Chance. Ich war schon erledigt. Ja, Tatzok haut schon gut rein. Deswegen werden wir auch gut zurückhauen. Und uns mal heilen. Ja. Was könnten wir denn so auf ihm sprechen? Verderben. Ich helfe, wo immer ich kann. Und magische Geschosse. So, das war Tatzok. Hat auf jeden Fall Geld dabei. Ein Schwert, Kanalisationsschlüssel. Ah, Tränke. Tapfer trinke auf jeden Fall mal einen. Am besten den anderen auch noch gleich. So. Wo soll ich euch meine Fähigkeiten sehen? Yoshimo, fallen. Halte die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Schleuderkugeln bei den Viechern. Also bei den Orks. Paar plus zwei Schleuderkugeln. Ja. Sehr gut. Was hast du eigentlich noch da? Schlüssel des Schattengefängnisses. Mhm. So, Yoshimo. Na, Geld ist gut. Wer hat Platz? Ernsthaft, wer hat ein bisschen Platz? Sodeshne? Ich werde es tun. Teleportationsfeld und geringer Kettenzauber. Hm? Erstmal die beiden angucken. Also Teleportationsfeld war hier und Kettenzauber hier. Mit Hilfe dieses Zaubers kann der Magier zwei Zauber des zweiten oder des niedrigen Grades simultan wirken. Die beiden Zauber werden ausgelöst, indem sie die Schaltfläche besondere Fähigkeiten klicken. Es kann immer nur ein geringerer Kettenzauber gleichzeitig aktiv sein. Ja, schon bald verschwindet die Schaltfläche wieder und das Teleportationsfeld.
Erzeugte Zauber ein Teleportationsfeld eines Wesensbereichs durch die Gegend teleportiert. Der Zauber ist vor allem sehr nützlich, um große Gruppen von Feinden durcheinander zu bringen, sodass der Anwender genug Zeit hat, seine Verteidigung und seinen Angriff vorzubereiten. Ja, nicht schlecht. Wer hat noch keine Halskette? Du hast noch keine Halskette? In Bayerans Namen. Es soll geschehen. Braucht ihr etwa in Ordnung? So, und dann noch den da. Sehr viel Munition. Den Sternensaphir, den hätte ich gerne. Doch irgendwie hätte ich gerne die Schriftrolle. Ah, da ist misslungen, okay. Wer hat noch ein bisschen Platz? Ich denke, ich bin soweit. Minz. Dann nimm die Sternensaphire mit. Ich war kein